oder alt, ob Männlein oder Weiblein. Nun, ob er so gewaltig sein muss, mag umstritten bleiben. Das ist Thorsten Buchholz von der BSG Berliner Brauereien, der den 5. Platz belegte. Auf alle Fälle steckt hier unerhörtes sportliches Training dahinter. Das wächst ja nicht von allein. 1000 Stunden und mehr. Ein gezieltes, diszipliniertes Leben gehört dazu. Davon nachher noch etwas. Sei es wie es sei, ca. 15.000 sind aktiv, 200.000 Anhänger gibt es an Sportgeräten im ganzen Lande, in Fitnessprogrammen, Sportgemeinschaften, Internaten oder Lehrlingswohnheimen. Nun zum Wettkampf. 5 Gewichtsklassen haben wir. Wir konzentrieren uns auf die 80 Kilogramm Klasse. Sie hörten es, dazu gehören 2 Disziplinen. Der Pürvortrag nach eigener Musik, 60 Sekunden lang, das sehen wir jetzt gerade. Und dann für alle 6 Finalisten gemeinsam das Darstellen von Pflichtposen. Es gibt keine Punkte, sondern im Vergleich zueinander Platzziffern. Bewertet wird die harmonische, symmetrische, proportionale Körperentwicklung. Einer der Besten. René Kirsch, Berliner Brauereien, 26 Jahre alt, Baumaschinist. 10 Jahre lang macht er das schon, 12 Stunden pro Woche. Es geht um gute Pürübergänge, Umsetzen der Musik in Bewegung, Gesamtausstrahlung der Darbietung und die Berücksichtigung von Muskelmasse und Proportion. Ein ausverkauftes Haus. Er dürfte ganz von landen. Er oder Thomas Beine von Aufbau Potsdam. Das ist der nächste Mann. 9 Jahre lang dabei, früher Judo- und Leichtathlet gewesen, auch. 6-mal in der Woche Training, so circa 2 bis 3 Stunden. Sehr ausdrucksstark. Übrigens gibt es auch hier, wie international üblich, eine gewissenhafte Dopingkontrolle. Das war der Kürvortrag. Jeder hatte dafür 60 Sekunden Zeit. Und nun alle zusammen die Pflicht. Der Hauptkampfrichter nennt die jeweilige Muskelgruppe, die hier besonders darzustellen ist. Erste Pflichtpose, Doppelbizeps von vorn. Doppelbizeps von vorn, das ist also der Oberarmbeuger da oben, links und rechts, wo man gewöhnlich draufklopft und sagt, ich hab's.
Dankeschön. Aber mal Scherz beiseite, Bier oder Kuchen würde den Muskel mit einem Fettgewebe überdecken und das Muskelprofil unscharf werden lassen. Deshalb der Hinweis auf dieses disziplinierte Leben. Ganz sparsam sein mit dem Kohlenhydraten. Der Latissimus von vorn, das ist also der breite Rückenmuskel, wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe. Danke. Da sieht man sie heraustreten. Bitte eine beliebige Vierteldrehung ausführen. Dritte Pflichtpose, seitliche Brust. Der seitliche Brustmuskel. Schönen Dank. Ein Sach- und Fachkundiges Publikum. Sechste Pflichtpose, seitlicher Trizeps. Seitlicher Trizeps, also auch am Oberarm. Dies von der Seite. Der Armstreiker. Abschluss, Bauch und Beine. Der Körper, das Profil der Bauchmuskulatur und die Beine. Und nun sehen Sie selbst, kein Gramm Fett. Schönen Dank. Und nun zum Ende. Die Kulturisten sagen Pose Down. Nun kann man dem Affen noch einmal Zucker geben. 60, 70 Sekunden, eine freie Kür. Jeder zeigt sich noch einmal von der besten Seite. Sieg in der 65 Kilo Klasse übrigens Dr. Matthias Fröhlich in der 70 Kilo Klasse pro Klaff Scheibe. 90 Kilo Martin Uhlmann, über 90 Lutz Almer. Das waren die sechs Finalisten in dieser Klasse. Und hier die beiden Besten zusammen. Die beiden links. So, und dann gab es die große Überraschung. Zweimal die Plätze verziehen und beides Mal die gleichen Platzierungen, sodass wir automatisch zwei erste Plätze vergeben. Es gab zwei Sieger. René Kirsch und Thomas Beine. René Kirsch und Thomas Beine. Das sind die Besten. Die Stärksten. Die richtige Medaille wird selbstverständlich nachgereicht. Zum Schlussbeitrag in Sport aktuell. Serious. Don't play with my
It makes me furious.